vom Weltenbrand uns jetzt gepflanzt, ewig in Rhythmen gebannt. Der Weltenbrand heißt in der germanischen Mythologie Ragnarök und ist das Ende dieses Zeitalters. Es gibt in den verschiedenen Kulturen und Mythologien unterschiedliche Finale des Zeitalters, in dem wir jetzt leben. Denn Gott weiß ja nicht, wie die Menschen reagieren. Es kann sein, dass sie ihr Herz öffnen und sich zu Gott wenden. Es kann aber auch sein, dass sie sich weiter verführen lassen und von Gott wegziehen lassen. Und vor allem auch von denen, die Gott auf die Erde geschickt hat, um ihn dort sozusagen, also sein Wort auf die Erde zu bringen und sein Licht, ihn sozusagen zu vertreten, indem diese Leute aber auch damit ihr eigenes Karma auflösen und Gott die Macht überlassen, sich ihm ganz und gar hingeben. So wie Jesus es tat, er hat alles mit Gott, seinem Vater, abgesprochen, der sozusagen sein hohes Selbst nur ist. Tatsache ist, dass der Weltenbrand tatsächlich begonnen hat, als die Aufmerksamkeit statt auf Gott und die Lösung, die er anbietet, schon seit geraumer Zeit auf Greta Thunberg gelenkt wurde. Das geschah gezielt und bewusst, unterstützt durch die Medien. Sie nützt dem Ziel der Eine-Weltregierung, denn sie ist geeignet, alle Menschen weltweit unter einer neuen Ideologie zu versammeln, die aber auch nichts mit Gott zu tun hat und zu tun haben soll. Aus Angst vor der großen Bedrohung schlucken die Menschen alles, was ihnen als Pseudo-Lösung verabreicht und verkauft wird. Schwingt euch auf und schaut wie ein Adler von oben. Worum geht es jetzt? In welcher Zeit befinden wir uns? Jesus sagt seit vielen Jahren, es ist die Offenbarung bzw. Apokalypse, was Enthüllung bedeutet, des Johannes. Lest sie bitte in der Bibel. Dann wisst ihr, worauf es ankommt. Der Drachen will die Macht Gottes auf Erden für sich beanspruchen. Und weil er Gott jedoch nicht ist, kann er ihn nur imitieren. Das heißt, er kann nur allsehendes Auge sein durch Vernetzen, Daten sammeln, beherrschen, manipulieren und kontrollieren. Da kommt ihm eine Greta gerade recht, die ja keine Weisheit und Erkenntnis für die Hintergründe besitzt, für die Waren und ihm so nicht gefährlich sein kann. Und die Medien haben es in der Hand, die Aufmerksamkeit der Menschen zu lenken. Und wer die Medien beherrscht und beeinflusst, beherrscht die Massen und lenkt sie dorthin, wo die eine Weltagenda-Leute, die ja vom Drachen gesteuert werden, sie hinhaben wollen. Die Hilfe für die Bedrohung unserer Lebensgrundlage, die ja unsere Mutter Erde ist, wird nicht bei Gott gesucht, sondern der Drache benutzt die Schwächen der Menschen und ihre Hybris, auch ihre Ablehnung der Gefühle von Angst und Hilflosigkeit, um immer mehr von Gott, dem Vater der Erde, dem wahren Beherrscher des Klimas, wegzuziehen. Womöglich sogar Wut auf Gott zu schüren. Die Lösung aber ist eine totale Hinwendung zu Gott, und zwar ganz konkret.
Was heißt das? Wir müssen ihn fragen. Was ist los, lieber Gott, Vater im Himmel und auf der Erde? Was willst du uns zeigen? Was sollen uns die vielen Unwetter, Katastrophen und Brände weltweit sagen? Schaut, seit es die Fridays for Future Bewegung, übrigens hat das F einen Zahlenwert 6 in der Numerologie und so zeigt sich in der FFF-Bewegung die 666 versteckt darin. Also seit es diese Bewegung gibt, haben die Brände weltweit massiv zugenommen. Selbst in der Arktis und in Sibirien brannte es, womit wie als Antwort Gottes die Bemühungen um die CO2-Reduzierung als propagierte Lösung ad absurdum geführt wurde. Denn dort wird so viel CO2 in einem Monat freigesetzt wie in einem Industrieland in einem Jahr. Wir haben aber das Glück, Leute unter uns zu haben, die mit Gott reden können, allen voran eine erleuchtete Frau, die aus den höchsten Sphären stammt, nämlich direkt von Gott, die noch über den Erzengeln steht. Und sie ist ausgerechnet in Deutschland, dem Herzen Europas, inkarniert. Deshalb geht es in Deutschland noch relativ gut. Und will alle Welt, also sprich Flüchtlinge, auch gerne hierher, als wäre dies das Paradies. Hier wohnt Manuela Isis Sophia. Manuela aus den Prophezeiungen. Andererseits ist aber auch der Drache hier inkarniert und versucht, alle von ihr wegzuziehen und sie zu verunglimpfen, sodass sie ignoriert, missachtet, totgeschwiegen wird und alle Aufmerksamkeit woanders hingeht. Sie ist aber die Lösung, denn sie nur kann Gott so fragen, dass er die wahre, verlässliche Antwort gibt, weil nur sie rein und hoch genug ist. Und dann ist er auch bereit, das Wetter und das Klima wieder zu beruhigen. Das hat er versprochen, wirklich wahr. Das hat er ihr und uns versprochen. Er gibt ihr seit Jahren die Unwetter und Katastrophen weltweit als Vorhersage, was seit fast 20 Jahren eingetreten ist, und zeigt ihr die Zusammenhänge und Hintergründe, und gibt das für die Lösung notwendige Wissen preis, das ja bis zu unserer Zeit versiegelt und nicht zugänglich war und weshalb alle Kulturen immer dem Untergang ausgeliefert waren. Das muss jetzt nicht sein. Der Weltenbrand muss nicht sein. Die Lösung ist da, liebe Leute. Heute ist es anders, wenn wir wollen. Auf die Eliten und damit auch die Medien dürfen wir nicht warten. Die Bewegung muss von uns Menschen kommen. Ich rufe euch auf, euer Herz für sie zu öffnen und hören zu wollen, was Gott uns sagen möchte. Wo zwei oder drei in diesem Wunsch zusammenkommen, zu erfahren aus ehrlichem Herzen, ob Gott bestätigt, was ich hier sage, da wird Gott die richtige Antwort geben und mitten unter euch sein. Das wird er auch gerne real dann durch Manuela sein, die gerne kommt, wenn man sie ruft und kennenlernen will. Wo sie hinkommt, da ist sofort die höchste Liebesschwingung zu spüren und sogar Spontanheilungen können stattfinden, da in ihrer Gegenwart, wenn man dann das Herz öffnet, sich niedrige Anhaftungen nicht mehr halten können.
Das habe ich oft erlebt, Leute. Ich habe wirklich die Vision von Massenheilungen, was dann auch Erde und Klima heilt, getragen von der Liebe und Gegenwart Gottes durch Manuela. Denn das Heilige heilt. Wer heilig ist, ist heil und bringt auch Heil und Heilung. Manuela braucht noch nicht mal real da sein, sondern ihr könnt einfach auch euer Herz öffnen und breitet die Arme aus und sagt, ich wünsche mir, dass Manuela auch für mich betet. Wenn du dir das wünschst, dann berücksichtigt Jesus das, weil sie arbeitet sowieso jeden Tag für die Menschen. Und dann gelangt das auch zu dir. So wirst du empfänglich für die Arbeit, die sie mit Gott an den Menschen macht. Das macht sie sowieso, das ist ihre tägliche Aufgabe, mehrmals am Tag. Als Erleuchtete braucht man nicht direkt da sein und Kontakt haben. Denn sie ist ja mit allem verbunden. Wir sind alle mit ihr verbunden. So wie wir alle auch mit Gott verbunden sind durch unsere Seele. Denn Jesus ist der Erste und Manuela ist die Erste. Und sie beide zusammen haben uns geschaffen. So einfach ist das. Im Paradies. Was danach kam, steht auf einem anderen Blatt. Aber dadurch sind wir alle an Jesus und Manuela gebunden. Und wenn sie für die Menschen beten und arbeiten, dann wirkt sich das auf jeden aus, der sein Herz dafür öffnet. Probier's aus, mach dich empfänglich und du wirst es merken. Dem Ganzen entzweit, doch ganz auf dich gestellt, bleibt nur dein brüchiger Tanz auf den Wogen der Welt. Den Ton, den großen Gesang, dem vor Urzeiten schon dein Wesen entsprang. Welcher Verdacht leiht dir noch Licht und Ziel in deiner Nacht? Welches geheime Wort äonenfern schwingt sich im Geiste fort durch Stunde und Stern? Weshalb auch mancher Moment Liebe verweht, warum es dich lebt. Und so wuchst du an
sein.